Ich habe jetzt einen Kefir, sagt E. Willst du auch einen? Warum nicht, sage ich und wühle weiter in dem Regal mit den alten Comics. Auf einem Bild sitzt ein herrenloser Hund neben einem Schild, auf dem steht, zu verschenken, kann dicke Haufen machen. Ich zeige I. das Bild und wir lachen ungefähr 3 Stunden lang darüber. 2 Tage später übergibt mir I. ein Einmachglas mit milchigem Inhalt. Was ist denn das, frage ich. Dein Kefir, sagt sie betont harmlos. Aha, sage ich und schüttle das Glas. Sieht aus wie Milch, in der 2-3 milchweiße Spätzle schwimmen. Es ist eine Art Pilz, erläutert I. Der verdaut Milch und wandelt sie dabei um. Ein Glas am Tag und du wirst 100 Jahre alt. Auf der Stelle, frage ich entsetzt. Nein, insgesamt, Dummkopf. Am nächsten Tag ist die Milch mit den milchweißen Spätzle leicht cremig geworden, wie dünner Joghurt. I.s Anweisungen folgend, gieße ich die Substanz durch ein Sieb, wasche die milchweißen Spätzle mit kaltem Wasser, kippe sie wieder ins Glas und fülle es mit Milch. Am 4. Tag erwache ich aufgrund ausgedehnter Nachtaktivitäten mit leicht verschwommener Sicht. Als ich die gespülten milchweißen Spätzle ins Glas zurückkippen will, sind aus den 2 oder 3 offenbar 4 geworden. Ich trinke einen Espresso und zähle nochmal nach. Es sind tatsächlich 4, alle gleich dick wie anständige Spätzle. Weil mein Kopf noch zu weich zum Zerbrechen ist, rufe ich I. an. Sag mal, wie viele Spätzle waren da drin? Aha, sagt sie, ist wohl spät geworden gestern. Wie viele Spätzle, bohre ich nach. Sie sagt, wer auch immer dich nachts bekocht hat, ich war's nicht. Kefir, brülle ich so leise wie möglich. Das sind jetzt jedenfalls 4. Ach so, sagt sie betont harmlos. Der wächst, hätte ich dir vielleicht sagen sollen. Er tut was? Er wächst, manchmal ein bisschen. Das ist ganz normal. Na gut, denke ich. Wenn es normal ist, dann wird das so sein. Der Kefir schmeckt vorzüglich, ein bisschen mehr kann nicht schaden. Nach 10 Tagen habe ich 6 Spätzle, die so groß sind wie Gnocchi. Nach 3 Wochen steht in meiner Küche nicht mehr ein Glas, sondern 3 nebeneinander. Gibt es eigentlich eine zulässige Höchstdosis für Kefir? Frage ich I. Natürlich nicht, sagt sie. Das ist bloß ein Milchprodukt. Trink so viel du willst. Ums Wollen, sage ich, geht es nicht unbedingt. Ach so, sagt sie betont harmlos. Allerdings ist da Alkohol drin, ein bisschen. Ehe mir einiges klar werden kann, fügt sie hinzu, 0,2% oder so, mach dir keine Gedanken. Ich mache mir keine Gedanken, sondern trinke Kefir. Während ich die 7 Einmachgläser ausspüle, ruft eine alte Freundin an, die ich normalerweise immer beim Einkaufen treffe. Bist du gestorben? Fragt sie. Oder warum kaufst du nicht mehr ein? Ich erkläre ihr, dass ich nur noch einmal die Woche 10 Liter Milch und eine Ananas kaufe. Milch und Ananas? Fragt sie. Was ist das? Selbstmord Hawaii? Das ist für den Kefir, sage ich, und ich habe jetzt keine Zeit für weitere Erklärungen. Die Spätzle warten hungrig im Sieb. Zählen kann ich sie inzwischen nicht mehr. Oh, sagt sie, Kefir, gibst du was ab? Da die Pilzspätzle inzwischen auch wesentlich gieriger geworden sind, kommt mir die Frage sehr gelegen. Obwohl ich die Gläser jetzt im Kühlschrank aufbewahre, der sonst nichts mehr enthält, wird die Milch neuerdings binnen 6 Stunden so dickflüssig, dass das fertige Getränk aussieht wie Hartkäse mit Wassereinlagerungen und man es mit Messer und Gabel zu sich nehmen muss. Als der gesamte Freundes- und Verwandtenkreis versorgt ist, habe ich nur noch ein Glas, aus dem jedoch 3 Wochen später schon wieder 5 geworden sind, die 4-mal am Tag versorgt werden müssen. Vielleicht habe ich eine leistungssteigernde Ausstrahlung, denke ich, während ich am Tisch sitze und Kefir trinke, was inzwischen neben Abgießen, Spülen und Aufgießen praktisch meine einzige Tätigkeit ist. Vielleicht, denke ich, strengt er sich gerade deswegen so an, weil ich fast nichts mehr tue. Die Milch lasse ich mir neuerdings von Amazon liefern, weil ich trotz der ungeheuren Zufuhr von knochenstärkendem Kalzium nicht so viel tragen kann. Eines Tages, der Kefir bewohnt inzwischen 20 Gläser und die Badewanne, breche ich zusammen und rufe I. an. Wie wird man den wieder los, frage ich verzweifelt. Ganz einfach, sagt sie, schütt einen Teil davon weg. Bist du wahnsinnig, brülle ich diesmal richtig laut, weil ich mir zwar ständig winzige Spuren von Alkohol zuführe, aber seit Wochen keine Zeit mehr hatte, betrunken zu werden, abgesehen davon, dass in meinen randvoll mit Kefir gefüllten Körper sowieso kein Bier mehr passen würde. Bist du wahnsinnig, das ist ein Lebewesen, man spült doch auch keine Katze ins Klo. Dann sagt sie, lass ihn halt frei. Bitte was?
Setz ihn aus, er muss lernen, allein zurechtzukommen. Und wo bitte setzt man einen Kefirpilz aus? Der braucht Milch und die wächst nicht auf Bäumen. Empört über die Herz- und Skrupellosigkeit von I. Punkt, die ich bislang für eine vernünftige Frau hielt, beschließe ich, ihren Ausschluss aus unserer Selbsthilfegruppe anonymer Kefirzüchter zu beantragen und suche nach anderen Lösungen. In meiner Not und weil mir nichts Besseres einfällt, stecke ich mir eine der unzähligen milchweißen Spätzle in den Mund und kaue. Es schmeckt nach nichts und fühlt sich an wie eine dieser Morcheln beim Chinesen, wie sehr weicher Weingummi. Man kann ihn essen, berichte ich I. Punkt begeistert. Man könnte chinesische Restaurants damit beliefern. Aha, sagt I. Punkt, verschlingen darf man sie also schon, deine Lebewesen, auch als Vegetarier. Es sind Pilze, sage ich. Genau, sagt sie, und als solche stehen sie den Tieren näher als den Pflanzen. Sie essen, trinken, schlafen, vermehren sich geschlechtlich und manche können sogar wandern. Nachts quälen mich Albträume. Immer wieder schrecke ich aus dem Schlaf, weil neben meinem Bett ein Heißluftballon großer Kefirpilz steht und sich räuspert, um mich wegen des unbedachten Verzehrs seines Kollegen zur Rechenschaft zu ziehen oder mich sanft berührt, um zu verdeutlichen, dass er oder vielmehr sie sich mit mir geschlechtlich vermehren möchte. »Warum schlaft ihr nie?« brülle ich so laut in den Kühlschrank, dass die beiden daneben stehenden Kühlschränke zittern und aus der Badewanne ein unmutiges Glucksen ertönt. Und dann, irgendwann, an einem kühlen, klaren Wintertag, von dem mir aufgrund der mittlerweile wohl doch recht erheblichen Alkoholzufuhr mittels Kefir nicht viel in Erinnerung ist, an diesem Tag, an dem aufgrund perfider Berechnung die Milch ausgegangen ist und nur noch der Container mit den leeren Tetrapacks vor dem Haus steht, stehe ich um 4 Uhr früh auf, gieße den gesamten Kefir ab, spüle den Pilz und schaufle ihn in einen 100-Liter Plastiksack. Gegen mein glühendes, schlechtes Gewissen streue ich ein paar Kilo Milchpulver drüber, packe ihn in einen Umzugskarton und balanciere ihn in der Morgendämmerung vorsichtig mit dem Rad bis nach Trudering. Kurz vor dem Tierheim kommt mir I-Punkt entgegengeradelt. »Was tust du denn um diese Zeit hier?« frage ich erstaunt. »Nichts«, sagt sie betont harmlos. »Und du?« »Auch nichts«, sage ich, »bis später« und radle weiter. Und tatsächlich steht vor dem Gittertor des Tierheims schon ein anderer Umzugskarton mit der Aufschrift »Ich suche ein neues Zuhause«. »Ich auch«, schreibe ich auf meinen Karton, »kann dicke Haufen machen«.